Hi Leute, heute leider doch noch nicht in Folge 250. Das habe ich leider ein bisschen verpeilt. Ich hab die Arams vergessen. Naja, der Darius ist auch da. Nein, aber es kommen tatsächlich die Arams erst noch und dann kommt Folge 250. Also wir sind jetzt in Folge 248, diese Folge noch und nächste Folge noch und dann kommt das Special. So. Ich hoffe, das macht euch nicht. Aber ihr solltet das eh bemerkt haben, weil auf dem Video stand ja Folge 247, also konnte diese Folge hier, wo jetzt 248 ist, kann ja dann nicht Folge 250 sein. So, wir starten mal und zwar bitte keinen Shitstorm. Nein, mir ist es egal. Macht halt, mir ist es egal. Er weint sich eh schon in den Schlaf, das macht's auch nicht mehr. Ja. Das macht's gerade auch nicht mehr fett. Nee. So. Oh, was macht man jetzt, Darius? Gerade haben wir ein übelst schönes Aufwärmspiel gehabt. Ja gut, nicht schön, einer war AFK, wir haben gewonnen. Ja, er war ungefähr 3 Minuten AFK, also es kann sein, dass die Tür geklingelt hat, Telefon, oder dass er vielleicht einen kurzen DC hatte. Also er hat dann zum Schluss geschrieben, er hat einen DC gehabt und die Verbindung herstellen hat so lange gedauert. Ja, eben. Also ich habe nicht reported. Ich hab auch nicht reported. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich überhaupt in der Statistik war. Du warst gleich weg, du bist gleich runtergerannt. Echt? Ja. Wir sind in die Statistik gekommen. So, bin gleich wieder da. Weg warst. Ah, okay. Ich hab Nasus. Mit den anderen kann ich leider nicht tauschen. Aber ich glaube, ich mag es in Aram nicht, einen Nahkämpfer zu spielen. Ich habe schon seit ungefähr 10 Arams, habe ich 2 Würfel. Ich glaube, ich würfe jetzt einfach mal. I reroll. Einfach mal schreiben. So, wünsche mir Glück. Ja, Olaf ist besser. Ist zwar auch ein Fernkämpfer, aber Nahkämpfer, aber ist besser. Dann haben wir 3 Tanky-Typen, einen Fernkampf ADC und einen Six. Theoretisch könnte ich zwar nochmal würfeln, würde ich auch gerne, aber ich mag es nicht zweimal in einem Aram zu würfeln. Ich hebe das lieber auf für okay, einen, die ich nicht... bin doch der Geilere. Toll. So, aber ich muss noch ein bisschen, ich mache kritischer Schaden und AD Nahkampf. So, und dann mache ich noch Erschöpfen und Entzünden. Ach, da wechseln wir einfach mal durch. Jetzt könnte ich Twisted Fate sogar wechseln. Jinx wird durchgegeben wie eine Dorfmatratze. Ich hatte sie noch nicht, nein. Ja, da sehen wir uns heute wieder in einem neuen Aram. Bin der Darius und der Wind ist auch mit dabei. Ich höre mich eigentlich viel geiler an. Also, Hallöchen. Genau, ein Aram. Ja, genau, wir sind hier wieder in einem Aram. Mein Standardspiel sozusagen. Ja, das stimmt. Du spielst fast nur Arm. Ja, weil ich kann mich nie entscheiden, wem ich nehmen soll. Willst du vorstellen? Jo. Wir haben den Olaf. Hast du nicht mal einen Olaf-Skin gehabt? Hatte ich, aber den haben sie anders gemacht und der schaut jetzt total scheiße aus. Also nämlich wieder den normalen. Achso. Am liebsten würde ich ihn wieder zurückverkaufen, weil ich will den gar nicht mehr. Das geht teilweise auch, musst mal schauen. Echt? Ja, also naja. Ich habe letztens den Champ wieder zurückverkauft. Okay, muss ich mal schauen. Was mache ich denn hier? So. Wir haben Olaf, Six, Twisted Fate, Ramos und Jinx und bei den Gegnern Ash, Syndra, Cho'Gath, Thresh und Annie. Genau. Ist also recht ausgeglichen. Und willkommen in schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Im Allgemeinen haben wir... Das ist beste Qualität. Im Allgemeinen? Haben wir eigentlich auch richtig starke Gems. Ja. Wow, der kriegt jetzt richtig reingedrückt. Oh, das war... Wow, der hat alles geschluckt. Ja. Ich habe jetzt auch noch mein neues... Ich habe jetzt fast alle meine Gegenstandssets fertig. Tatsächlich, jetzt in der Semesterferien habe ich wieder Zeit. Bin jetzt gespannt, wie mein neues AD-Set sein wird. Nein, konstant. Mich nicht. Naja. Ja. Bin ich richtig gespannt. Ich habe keine Gegenstandssets, weil ich bin ein fauler Sack. Und ich hab 2 getroffen. Ich bin jetzt noch Heiltränke hier.
Ja, ich habe 3 getroffen. Ich habe mich sogar noch ein bisschen geheilt. Ramos ist auch so ein Champ, den ich noch nie so gespielt habe eigentlich. Ich auch nicht. Also Ramos habe ich noch nie gespielt. Muss ich auch sagen. Oh Mist, ich habe die Wand erwischt. Hat er dich erwischt? Ja, hat er. Alter! Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Hochheilen, hochheilen, hochheilen. Oh Gott, der Minion hat mir gerade das Leben gerettet. Oh, fast. Toll, wer hat ihn da jetzt gerade geschubst? Ich? Wieso? Weil er da noch. Achso, deine Axt? Meine Axt, ja, das ist meine Axt. Wir müssen ein bisschen den anderen helfen. Oh, 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 oh. Boah. Ich hab ihm noch einen Heiltrank. So. Nehmen wir mal hier den Weg ab. Oh, jetzt ist er weggelaufen. Ich fütter mal einen Po. Ich glaube auch im Endgame sind wir viel stärker als die. Glaube ich auch. Also wir lassen Cho'Gath richtig füttern für uns. Hoffe ich mal nicht. Oh Mist, Jenny war zu schnell. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Ich hab keinen Mana. Jawohl. Die Sünde ist fast zu. Ja, sie hat sie noch gekillt. Okay, gut so. Jetzt habe ich eine Schelle vom Turm bekommen. Ja, so. Hab ihn erwischt. So, ich habe sogar noch einen Heiltrank übrig. Ja, Alter, ich habe 4 erwischt. 4 von ihnen habe ich erwischt. Toll. Mitchell gab es nicht. Der war, ist irgendwie der Außenseiter gewesen. Oh, wieder nicht erwischt. Ja, am Anfang sieht sich's ein bisschen. Aber wir sind besser. Ja, das will ich doch hoffen. Oder sollst du? Du bist ja nicht. Oh, oh. Nicht gut. Dann muss ich mich. Wieso? Hui. Schnell weg da, schnell weg da. Heiltrank nehmen. Die Esche ist auch fast drin. 1200. Das lohnt sich noch nicht zu sterben. Ich hab 1700. Aber lohnt sich auch noch nicht zu sterben. Ja, du hast schon Gas erwischt. Ich fühle den Blut. Ich hab kein Mana und Ramos ist des Todes. Oh, mich auch. Dann holen wir uns da mal ein bisschen was. So, weg da, weg da. So, jetzt hab ich die Ulti auch. Hast du die Ulti auch? Ich noch nicht. Mir fehlen, glaube ich, noch 2-3 Minions. Los geht's! Okay, da ist keiner drin. Jetzt hab ich die Ulti. Toll. Oder hat er dich erwischt? Ja. Ich frag mich, woher die wusste, dass ich da drin bin. Oder aber auf Glück. Ich schätze auf Glück. Ja, das schätze ich auch. So, jetzt will ich mir noch einen Mana gegenstellen. Ah, ich brauche noch 400 Gold. 400 Gold brauche ich noch. Nein, 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 nein. Boah, gib da mir die Pranke. Wer? Tibbers. Lol. Ich hab vorhin Annie gespielt. War lustig. Ja, übergeschmissen hier. Das haben sie auch gepatcht bei Twisted Fate, wenn der seine Ulti benutzt, dass der seinen Marker jetzt setzt. Ja. Die Macht lockt. Ja, mit dem behinderten Patch gekommen.
Ja, weil es bei Rek'Sai ja auch so ist. Und da haben sie sich gedacht, das könnten wir jetzt bei dem auch so machen. Ist ja praktisch, oder? Besser. Ja, finde ich auch. So. Bin wieder ein bisschen voll hier. Muss jetzt ernehmen. Komm. Boah, da frisst du die Ulti. Das war der Blitz, der ihm das Leben gerettet hat. So, ich heile mich jetzt hier gleich mal an den Minions. War super. Na toll. Ich glaube, der Sünder hat mich erwischt. Die Sünder, also, die habe ich auch. Ja. Du hast fast jeden Champion. Ja, 42 fehlen mir noch. Ja gut, ich könnte mir jetzt noch zwei kaufen, dann wären es nur noch 40. Ich hab fast gar keine Champions. So, wieder hochheilen. Meine. Jetzt sind die ganzen Minions weg. Ja, meine. Lol, die Pfeilattacken knapp an mir vorbeigemacht. Wow, da war der Twisted ein bisschen schneller. Wenn mein Twisted fällt, das wär ich gar nicht gemerkt. Oh ne, so knapp daneben. Da hat er ein bisschen schnell seine Karten fliegen lassen. Komm, ich nehme jetzt mal einen Heiltrank. Oh, direkt vor ihr einen aufgeschlagen. Die treffe ich immer. Ach komm, ich treffe nie. Mein Axt hat eine zu kurze Reichweite. Boah, das war knapp. Boah, da hat's ein Kippes. Ich bin tot. Boah, jetzt hätte ich die Ulti bereit. Da ruckelt's bei mir ein bisschen, keine Ahnung wieso. Bei mir ruckelt's aber auch gerade ein bisschen. Vielleicht sind die Server überlastet, keine Ahnung. So, jetzt habe ich das Riesenschwert. Oh. Ja. Zack. Der wäre fast gestorben, der Jogath. Ja, jetzt ein Stick hat er. Wenn es dabei bleibt, wäre nice. Fresh habe ich auch, glaube ich. Ich weiß, dass ich Fresh habe. Ich mache halt Tank nehmen. Weg da, Heiltrank. Oh, geil. Ich hab überlebt. Boah, das hol ich mir gleich. Wow, jawoll. Leider hab ich's nicht. Dreifach-Tötung, geil. Müsste ein bisschen schnell schalten, da schaltet bei mir das Gehirn ab. Aber die sind alle nur mal die Heilung. Bombe gerannt. Okay, das ist gut. Wie sie beide rennen zur Heilung. Okay, Ramos ist tot. So, Minions sind ja, aber sie auch. Oh, verdammt! Meine Maus war plötzlich woanders, als ich eigentlich dachte. Wo sie wäre. Ja. Oh, ich hab kein Mana. Nee. Oh, ich bin verlangsamt. Die Rettung! So. Ja, voll ins Plus. Was soll ich? Diesen kann ich. Jo. Ja, dich so, ich bin auch schon wieder unterwegs. Ramos ist auch schon da. Boah, das ist fast die Ende erwischt. Ja. Mit dem Zix spielen kann ich. Ja. Ich habe selbst, glaube ich, noch nie Zix gespielt. Ja, wenigstens habe ich die noch nie gemacht. Oh, ich glaube, ich sollte abhauen. Ah, ich bin noch da. Mit 20 Leben, ey. Habe ich das Entzünden überlebt. Oh, jetzt habe ich sie fast genommen. Wie sie mich wollen. Oh ja. Nein, der will die Jinx. Wow, das war ein knappes Spielchen. Die
Ah, ich habe Thresh gefunden. Du hast ihn getötet! So, gleich mal eine Minion wieder hochheilen. Oh, die Minion ist tot. Ah, sie hat mich erwischt. Ich glaube, ich kaufe mir mal einen Six-Skin. Den spiele ich auch so gern. Dann mach das. Hey, was machen die meinem Push? Los geht's. Ah, da hat die gerade ihren Vogel hingeworfen. Ja, ich hab. Den hab ich dann erwischt. Fresh, glaube ich. So, ich brauche jetzt dann echt, Echt? Den unheiligen Drau. Okay. Nicht mal, wenn sie mich ulten. Alter, doch, du bist gerade gestorben. Ja, jetzt hole ich mir erst den unheiligen Gral, bevor ich mir die Zaubermütze hole. Schnell hochheilen. Abhauen. Oh, gar nicht gut, gar aber nicht gut. Die haben eigentlich auch nicht so schlecht, die Gems. Vielleicht ist das wirklich, dass die im Early Game erst so richtig gut sind. Der hat mich gefressen. Jugath hat mich gefressen! Du hast ihm einen Stack beschert. Ja! Komm, so, komm, das schaffst du, Twiste! Oh, nicht. So, und jetzt kaufe ich mir noch ein paar offensive Gegenstände. 10-4 habe ich. 0-4! Das ist nicht so schön. Jawoll. Oh, das ist geil. Wir haben auch übelst die geilen Ults, die auf die Reichweite gehen, das muss man auch zugeben. Ja, meine leider nicht. Aber egal. In Aram ist das sowieso blöd, als Nahkämpfer bin ich einfach gearscht. Ja, allgemein ist das schon scheiße. Toll, das war meiner! Wegschubsen hier. Nicht, dass du mir den Kill holst. Genau. Ja. Ich bin tot. Wir drücken uns die Ults rein. Ja. Einer nach den anderen. So ein Mist. Ich kann mir nichts kaufen. Aber der Twisted, der kann den Tower noch retten. Ja, der, also unser Turm, der fällt jetzt nicht. Das glaube ich auch. Rabadons Todeshaube habe ich mir jetzt besorgt. Jetzt werde ich mir das holen. Ich habe mir Sensraube besorgt. Damit ich nicht mehr oben gehe. So, meine Ult ist auch bereit. So, komm schon. Oh. Das sind alle. Der Rahmen ist schon wieder mitten drin. Ja. Oh, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich bin fast tot schon wieder. Jawohl. So, wieso bin ich da und fast tot? Das ist einfach das Los der Nahkämpfer. Sie sind da ja, und tot. Beim normalen 5-5er sind die dann zum Schluss richtig krass. Also. Ja, aber ich bin ja erst seit einer Viertelstunde. Aber beim Aram, da ist das halt eine Lane. Und du bekommst, wenn du Pech hast, alles ab. Als Nahkämpfer bekommst du immer alles ab. Oh. Ah, okay, du hast die Ash noch ein bisschen erwischt. Ja, ich hab sie auch erwischt. Ich hab, ich hab den Kill überhaupt erst ermöglicht. Ich habe ihn mir auch selbst ermöglicht. Ich habe ihr so viel Schaden zugefügt, dass da noch was ging. Dass du sie töten konntest, ansonsten hättest du auch nur Schaden verursacht. Oh Mist, mein Ulti ist auf die Zeit. Weißt du, was ich total dämlich finde? Wenn man verstummt ist, kann man keinen Heiltrank trinken. Ja. Das ist total sinnlos. Theoretisch sinnlos, ja.
So, und Inhibitor ist gefallen. Jo. Boah, Minions. Was sind Minions? Ich krieg keine. Ich bin tot. Ja komm, schmeiß die Scheiße. Das hat mich irgendwie getötet. Okay. So, wenigstens kann ich mir jetzt das Riesenschwert kaufen. Ein Verbündeter wurde getötet. So. Geh den so auf den Sack, das schwöre ich dir. Bin schon unterwegs. Ja, du hast die Sünder noch gekillt. Den geh ich auf den Sack. Oh, du stirbst. Aber nicht. Nein, so knapp. Die Minions, Alter. Oh, das Spiel macht gerade Spaß. Oh, für alle 60er Fans, 1860. So viel hat gerade mein Start noch gekostet. Zack. Da sieht man's. Ach schön, 15-6. Die sind gar nicht so weit hinten. 3 Kills sind gut drin. Ja, ich bin ja jetzt auch so. Das kommt mir gar nicht so vor. Nicht? Nee, ich hab gedacht, die sind weiter. Ich darf da nicht hin, ich bin sofort tot. Lol. Ich ziele auf Ash und töte Syndra. Was mir auffällt, jeder Ramos hat irgendwie vorne, also Bornpanzer. Echt? Ich habe Ramos noch nie gespielt, keine Ahnung. Wow, hast du das gesehen? So knapp. Boah, die Minions, die können mir. Oh Mist, aber der Turm nicht. Ich hab Ash. Und ich hab Annie noch ein bisschen Schaden zugefügt. Und ich hab sie getötet. Okay, passt. Fuck, der hat gefressen. Er hat Ramos gefressen. So. Ich brauche jetzt noch 1200 Gold, dann habe ich die Klinge der Unendlichkeit. Was ist Ramos eigentlich, ein Meerestier? Ich habe keine Ahnung. Was ist der Chukat? Like, give me some Ramos to go. Gib mir was zum Essen zum Mitnehmen. Alter, der ist richtig geil. Alter, den ehre ich. Wow. Der Chukat, der muss geehrt werden. Wo bin ich eigentlich endlich mal? Da bin ich. Jawohl. Passt. Haben wir alle drei getroffen. In 20 Sekunden gibt's wieder die ultimative Bombe. So. Hier ist er weg. Ich auch. Oh, ich hab 200 Leben habe ich noch gehabt. So, jetzt haben wir gewonnen. Ich hoffe doch. So, ganz schnell. Beide Türme gleichzeitig gefallen. Oh nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. So. Ja, wir haben jetzt noch 13 Sekunden, also gewonnen. Oh. Alles klärchen. Dann sehen wir uns dann in der Statistik beim Winner und bei mir beim nächsten LOL. Tschüssi. Ciao. Okay, also das erste, was ich jetzt mache, Darius, ich ehre jetzt mal den Chugath. Oh Mann. Den Spruch, den fand ich echt super. den fand ich geil. So, was haben die geschrieben? Die Ash hat geschrieben, Thresh AD Carry OP. Und dann hat Chugath geschrieben, come on, it's Aram Dude. Und dann hat die Ash noch geschrieben, the fucking Rock Johnson. What? Verstehe ich nicht. Und Jugas hat noch geschrieben, who the hell cares on Aram?
Der Darius. Was? It's a... Cho'Gath hat geschrieben, who the hell cares on Aram? It's a fun game mode. Ach so. Ja, ich. Ja. Schreibe ich gleich mal. Darius, du... Das care. it's not... Was? It's not so fun to play, so... Aber ihr habt doch SDO... Schreibfehler meinst, okay? Ja. Du wird der Satz zumindest Sinn ergeben. Ja. Ich habe jetzt, hätte jetzt gedacht, das ist irgendeine Abkürzung. Keine Ahnung. Wow, ich habe 54 Neuzuweisungspunkte bekommen. Voll geil. 24 Champions und 30 für die verdienten Ahrenpunkte. But I don't care. Play some ranked for serious play. Okay, also mittlerweile wünsche ich mir, ich hätte ihn doch nicht geehrt. Wem denn? Den Cho'Gath? Der geht mir auf die Nerven jetzt. Der Cho'Gath ist gar nicht da. Ja, jetzt nicht mehr, aber so. Was er geschrieben hat. Na egal. Warum? Der Cho'Gath, der hat er gesagt. It's a fun game mode. Ja, ja, und dann hat er noch zwei Sätze geschrieben und die. Der war voll. Keine Ahnung, ich glaube, der war voll fies drauf. Im Spiel war er geil drauf. Wahrscheinlich, weil er dachte, ja. Er gewinnt dann halt noch. Und dann... Spiel ein paar Ranks für Serious Play, für wichtige Spiele, also für... Nee, er meint es nur so für die kleinen Kiddies und geht, lernt's mal spielen in echten Ranks, da sind die knallharten Typen und er ist so ein knallharter Typ und so ich ist das gemeint. Also ich verstehe es so. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das versteht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder in einem Aram, dem letzten Video dann vor dem Special. Ciao, Leute! Glaubt ihm nicht alles. Tschüssi!